Hallo meine Lieben und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zur letzten Folge The Legend of Zelda. Ihr hört's schon, die Musik wird immer lauter, je weiter wir Richtung Endboss kommen. Meine Lieben, es ist soweit. Das ist die letzte Folge The Legend of Zelda Twilight Princess. Wir haben es geschafft bis hierher. Nicht mit ganz absolut perfekter Ausrüstung, aber immerhin, wir haben alle Feen dabei, wir haben den Supertrank dabei, wir haben zumindest 60 Pfeile dabei, genügend Bomben. Und wenn, dann benutzen wir halt die Wasserbomben und sonst haben wir jedes andere Item, alles was es im Spiel gab, haben wir soweit geholt. Meine Lieben, es geht los. Wir gehen rein. Ich wünsche euch viel, viel Spaß mit der letzten Folge. Gute Unterhaltung und ich bin gespannt, was uns jetzt erwartet. Ich habe mich nicht spoilern lassen, ich habe auch nicht recherchiert. Ich bin gespannt. Und los geht's. Das ist auf jeden Fall. Ah, hier unser, ich sag mal, das Oberdeck von dem Schloss. Wie es aussieht, ist das hier die Kathedrale dazu. Und da drin ist sie. Da drin ist alles passiert. Hier drin. Zelda! Seid willkommen in meinem Palast. Da ist er, das Stück. Da ist er. Du bist also dieser Ganondorf. Da ist er. Wie schön, dass man sich endlich mal kennenlernt. Ihr lächerlichen Schattenwesen, die Göttinnen wolltet ihr besiegen? Mit eurer Kraft, die dann so kräftig doch nicht war? Mir hat das nur genützt. Die Schmerzen, die euch widerfuhren, nährten meine Macht. Und es war euer Zorn, der mich zum Leben erweckt hat. Was eurem Volk gefehlt hat, war ganz einfach Kraft. Die absolute Kraft, die den Auserwählten der Göttinnen vorbehalten ist. Nur der, der diese Kraft besitzt, ist würdig, König aller Könige zu sein. Du bist so arrogant. Wenn du denkst, du bist der Auserwählte, der über diese absolute Kraft verfügt, dann werde ich dir trotzen mit allem, was mir zur Verfügung steht. Die Schatten fühlen sich gebunden durch die Kraft des Lichts. Wie äußerst amüsant. Nun gut. Versucht nur, mir zu trotzen, wenn ihr könnt. Stellt euch mir entgegen mit eurer Freundschaft und mit euren sogenannten Werten. Ha! Nein, bleibt da, Midna! Oh nein. Ich glaube, Ganondorf hat irgendwie Macht über sie ergriffen. Komm schon. Komm schon. Oh. Jetzt ist es soweit. Midna!
Oha. Wie töricht, sich gegen einen König zu rebellieren, der über Licht und Schatten herrscht. Schaut euch die Augen an. Aber so sei es. So spürt den Zorn des Königs am eigenen Leib. Jetzt bin ich gespannt. Und es geht los, meine Lieben. Der Kampf. Wow. Wow, was ist denn das? Das ist die Energiekugel. Komm. Ah. Das ist diese ominöse Energiekugel, die wir auf jeden Fall wieder dahin schicken müssen, zu ihm. Wir müssen ihn aufhalten. Aber wie schaffen wir das? Wow, habt ihr das gesehen? Habt ihr das bitte gesehen? Vielleicht können wir ihn treffen. Vielleicht können wir ihn so irgendwie treffen. Und es geht wieder los. Keine Chance. Hoffentlich geht er so irgendwie irgendwann zugrunde, wenn er selber getroffen wird. Ah, Deckung! Achtung, gleich stürmt er wieder auf uns zu. Ich hab's gewusst. Das war noch die einfache Attacke. Es gibt ja doch noch eine viel heftigere. Jetzt. Au. Nee, haben wir geschafft. Wir haben geblockt. Alles gut. Ganon, du Drecksschick. Und es geht wieder los. Ja, er ist getroffen. Raus aus Zelda, geh raus aus Zelda, du Stück. Raus da. Okay, die Barriere ist wieder gefallen. Mit da, wie sieht's aus? Was macht der Körper? Okay, mit da macht den Rest. Da ist sie. Aber der Ganon ist immer noch nicht tot. Oha. Alles klar. Was ist das jetzt? Wow. Was ist das bitte? Was ist bitteschön das? Was ist das? Das ist ein Riesenwildschwein. Die Schattenbestie Ganon. Und wie kriegen wir das Ding gekillt? Oh Gott, liebe... Oh Gott. Okay, alles klar. Der macht ja alles platt außenrum, ne? Okay, das habe ich immer schon gedacht. Wir haben ihn getroffen. Rein da, immer rein da, rein in die Wunde.
Okay, er geht wieder rein. Er geht wieder rein ins Portal. Wow, 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 wow. Gut, Punkt für dich. Okay, wir können ihm zumindest ausweichen. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt, finde ich. Sehr gut. Okay, da läuft wieder außen rum. Und verschwindet dann wahrscheinlich wieder ins Portal. Das habe ich mir schon gedacht. Deckung, Deckung, Deckung! Mist. Boah, was für ein Fight. Was meint ihr? Was für ein Fight. Unglaublich. Er springt wieder. Midna, was hast du für Plan? Er hat seine Taktik geändert. Jetzt lässt er sich nicht mehr täuschen. Wird schwer werden, ihn zu besiegen. Aber gegen Tiere lässt man am besten Tiere antreten, oder? Ich hätte da eine Idee. Wow, 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 wow. Okay. Jetzt müssen wir als Wolf gegen ihn antreten, mein Lieben. Jetzt müssen wir als Wolf gegen ihn antreten. Ich bin gespannt. Ich habe richtig zittrige Hände. Unglaublich. Da kommt er. Okay, wir müssen auf jeden Fall direkt einen Konfrontationskurs mit ihm eingehen. Das geht gar nicht anders. Jetzt bin ich gespannt. Basisportal. Werfen. Und wieder rein. Und wieder rein in den Mist. Kerl. Ich glaube, wir haben das Wildschwein gekillt. Ich glaube, wir haben dieses Mist-Wildschwein gekillt. Boah, ich glaub's nicht. Ja, zumindest mal das Wildschwein. Boah. Ja, es brennt. Das ist auf jeden Fall so ein komisches Schattenfeuer, ne? So wie es aussieht. Der ist noch nicht hin. Der ist noch nicht tot. Meine Lieben, da kommt noch was. Jetzt kriegt Midna zumindest ein bisschen Kraft wieder. Ah nein, die geht auf Zelda wieder zurück. Sie ist erwacht. Sehr geil. Moin. Prinzessin, ich. Sagt jetzt bitte nichts mit nach. Es war zwar nur für eine kurze Zeit, aber euer Herz und meines waren eins geworden. Was waren denn meine Leiden verglichen mit denen, die ihr auf euch genommen habt? Ich hab's gewusst. Er lebt noch. Ich hab's gewusst. Jetzt bin ich gespannt.
Wow. Okay. Was für ein Schlag. Ich weiß nicht, was es ihm angetan hat. Aber vielleicht haben wir Glück und der ist wirklich umgefallen. Ich glaub's aber nicht. Er hat uns auf jeden Fall aus dem Schloss teleportiert. Wo ist Midna? Oha. Da ist er. Der lebt ja immer noch. Schaut mal, der lebt immer noch und hat die Krone. Ich glaube das nicht. Wo ist Midna? War ja klar, ne? Ihr Lichtgeister, die ihr mit eurer Macht die ganze Welt erstrahlen lasst, ich bitte euch, verleiht mir die Kraft des Lichts, auf das ich das Böse besiegen möge. Ihr wisst Bescheid. Santo, du bist der auserwählte Held. Leih auch du mir deine Kraft in diesem letzten Kampf. Mama. Läuft. So, ich werde versuchen, Ganondorfs Bewegung mit einem Licht, mit dem Lichtpfeil zu verlangsamen. Und wir müssen halt, nimm du ihn ins Visier und bleib nah genug an ihm dran, sodass meine Pfeile ihn erreichen können. Ja, okay, alles klar. So, los geht's. Komm mit nach. Da ist seine Geisterarmee. Feuer. Schöner Treffer. Sehr schöner Treffer. Mist. Komm. Mist. Der Ganon ist gar nicht schlecht, ne? Muss man schon sagen. Jetzt lässt er mal ein bisschen Geister runterregnen. Da ist er. Mist. Jetzt umkreist er uns. Okay. Sehr geil. Kommt er wieder auf zu. Hey, auf Leben und Tod. Wir haben den getroffen. Schöner Treffer. Sehr schön.
Ja, wir haben den getroffen, meine Lieben. Boah, es ist geschehen. Wir haben ihn. Es ist geschehen. Oh, jetzt ist er richtig sauer. Jetzt ist er richtig, richtig sauer. Du kämpfst sehr gut. Danke. Aber genug Palavert. Ich habe nur einen Wunsch. Mit dieser schändlichen Klinge will ich alles Licht dieser Welt endgültig auslöschen. Okay, na dann. Jetzt haben wir hier das Schwertduell. Dämonenkönig Ganondorf. Los geht's. Ja, wie gesagt, sorry, wenn ich jetzt nicht so viel spreche. Und dann weg hier. Weg da. Weg da. So, mein Freund, na komm mal. Na, zeig mal, was du kannst. Jawohl! Au! Okay, der hat ein ziemlich langes Schwert, ne? Muss man schon sagen. Schön rein, immer rein! Nicht in der Ecke drängen lassen, nicht in der Ecke drängen. Okay, das war fies. Schade, dass die Kamera nicht immer mitdreht, ne? Das ist ein bisschen blöd, aber gut. So ist es halt. Schön, da kommt der Attackenpferder. Ah! Ja, jetzt haben wir ihn. Au! Was gibt's denn? Unglaublich. Ja, nicht schlecht. Respekt, mein Freund. Respekt. Immer wenn er auf einen zugelaufen kommt, müssen wir ausweichen. Achtung! Oh, mein Finger, ne? Mein linker Zeigefinger, unglaublich. Ja, jetzt haben wir ihn mal.
Jetzt haben wir nochmal. Haben wir nochmal richtig getroffen, das Miststück. Ja, wenn er zu nahe dran ist, dann macht er natürlich noch die schöne Konterattacke mit drin, mit rein. Ja, da lässt sich nicht oft treffen. Das ist schon klar. Ah, Mist. Weg da, weg da, weg da, weg da. Komm, weg da. Von hinten getroffen, habt ihr das gesehen? Ah, Mist. Ich will mal kurz meinen Finger ausruhen. Und rein. Und raus. Und rein. Ah, kann man nicht kontern. Diesen Ellenbogenschlag. Vergiss. Kann man nicht kontern. Jawohl. Immer wenn wir denken hier, dass wir gegen ihn im Vorteil sind, dann schaffen wir es echt nicht. Ja, rein damit! Wir brauchen den Lichtpfeil. Wir brauchen den Lichtpfeil. Oder war es das? Haben wir es mit dem Masterschwert geschafft? Haben wir es mit dem Masterschwert geschafft? Mir zittern die Hände. Unglaublich. Das Ding steckt noch da drin. Seiner Wunde. Den die Kollegen in der Wiegekammer zugefügt haben, ne? Denk nicht, dass das das Ende ist. Oh doch, das ist es. Die Geschichte von Licht und Schatten wird mit Blut geschrieben werden. Uha. Oh, und da verließen ihn die Kräfte. Da sind sie. Die Lichtgeister. Schaut es euch an. Midna. Sie lebt noch. Mit der wir so viel durchgemacht haben.
Ja, so sieht sie richtig aus, unsere Midna. Ich hab's aber auch mal designt, hä? Nicht schlecht. Was ist? Sag schon etwas. Oder hatte meine Schönheit etwa die Sprache verschlagen? Ja, schon ein bisschen, Midna. Mhm. Aber du kennst doch Link. Er ist doch nur in eine verfallen, liebe Midna. Und meine Lieben, das war's. Das war's. The Legend of Zelda Twilight Princess. Es hat mega Spaß gemacht. Wahnsinn. So lange dieses Let's Play. Und ist zu einem Ende gekommen. Ne? Also ich habe das dann natürlich vor der Ausstrahlung, habe ich es natürlich schon ein bisschen eher aufgenommen, ein bisschen früher. Aber wie gesagt, ich hatte es ja schon geschrieben. Es hat bei dem einen oder anderen mal nicht mehr so das Netzteil wollen. Und dann habe ich auf jeden Fall das nochmal final aufgenommen. Das ist schon ein paar Tage her, aber wie gesagt, hat mega Spaß gemacht. Und seid euch sicher, das war nicht das letzte The Legend of Zelda Let's Play hier auf meinem Channel, weil damit bin ich aufgewachsen. Und ich habe schon das nächste in petto. Das dauert jetzt eine ganz schöne kleine Weile. Ich stelle es euch aber zumindest mal in einem Angezockt vor. Und dann werden wir mal schauen, wann wir zusammen spielen. Ja, jetzt genießt man noch den Abspann. Wie gesagt, ich klinge mich hier aus. Es war mir ein innerliches Blumenpflücken, meine Lieben. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, die ganzen Charaktere, die ganzen Leute, die hier mit drin waren, gerade, es war ein unheimlicher Aufwand. Eigentlich ist das hier mein Favorit. Also somit mein Lieblings-Zelda, weil das geht schon ein bisschen so in die düstere, dunklere Ecke rein und ist nicht immer so friedlich und toll, sodass man hier so ganz normal durch die Dungeons durchspaziert. Das hier ist dann eher schon, ne, mit Kindesentführung macht man natürlich auch keine Scherze und so weiter und so fort. Zelda wird eingesperrt in ihrem eigenen Schloss. Ist auch so ein Thema für sich und ich sag mal, dieser Teil von Zelda hat auf jeden Fall sehr viele Botschaften, die man da auf jeden Fall ein bisschen mitnehmen kann. Ne? Zum Beispiel Brüderlichkeit, Freundschaft. Das ist sehr, sehr viel, sehr, sehr viele Aspekte, die hier in dem Spiel auf jeden Fall zusammenkommen. So, meine Lieben. Ich klinge mich aus. Vielen Dank fürs Zugucken. Genießt noch den Abspann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Zante.
Alles gut. Und also gut. Es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Wenn der Controller mal wieder geht. Am Ende müssen Licht und Schatten voneinander scheiden. Aber vergesst nicht, dass neben eurer Welt auch eine andere Wahrheit existiert. Licht und Schatten, das sind zwei Seiten derselben Medaille. Untrennbar miteinander verbunden. Dass die Göttinnen in Hyrule uns den Schattenspiegel hinterließen, geschah gewiss, damit wir uns begegnen können. Davon bin ich überzeugt. Prinzessin Zelda, ihr seid ein guter Mensch. Wenn alle Bewohner Hyrule so sind wie ihr, wird dieses Land sicher eine strahlende Zukunft haben. Ich danke euch von Herzen. Und ihr habt es ja selbst gesagt. Solange der Schattenspiegel existiert, ist der Weg offen zwischen unseren Welten. Santo. Mann. Sieht sich. Nein. Auf Wiedersehen, Midna. Jetzt ist er komplett zerbrochen. Und das war's jetzt tatsächlich. Jetzt kommt noch ein ganz kleines bisschen Abspann, danach können wir noch schauen, ob wir nochmal Zelda spielen, allerdings in diesem berühmten Super-Modus drin. Wie gesagt, ich klinke mich jetzt aus. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Euer Zanto.
Thank you.